Oi, da, was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Heute mit den Top 10 Cards aus dem neuen Set dann Clash of Rebellion. Das morgen Sneak Cut. Ich gebe euch hier schnell einen kleinen Überblick, damit ihr wisst, was abgeht und dann könnt ihr morgen in Ruhe geiern gehen. Also, das ist jetzt eine Mischung aus spielbaren Karten und dann gefragten Token-Karten. Alles mit dabei, einfach alles, was gut in dem Set ist. Dann wäre als erstes Ignite Dragunov. Der ist halt ultra rare und Vierer. Die Vierer sind halt die wichtigsten aus dem Themendeck. Ich habe dazu gestern ein Review-Video gemacht zu den Ignites. Auf jeden Fall ist der ultra rare. Der andere ist Vierer ist super rare, also das sind die zwei wichtigsten. Dann haben wir halt Blackstone of Legends. Der wird Secret Rare sein und das ist halt die wichtigste Karte für die Rare Dice. Auch wenn die jetzt nicht wirklich stark werden, nicht spielbar wahrscheinlich. Aber falls sie irgendwie spielbar werden oder falls man sie irgendwie mischen kann, will, damit sie spielbar werden, so Chaos-Variante oder so, ist der auf jeden Fall wichtig. Der ist echt gut. Und halt Secret Rare. Dann haben wir endlich dieses neue Infernoid-Monster. Level 1. Kann man normalen, krasser Effekt. Auch noch Tuner. Und der wird Super Rare sein. Aber ich nehme mal an, es wird eine teurere Super Rare. 10 Euro oder so circa. Weil der einfach wichtig ist für Infernoid. Und alle Infernoid-Spieler werden den auf jeden Fall brauchen. Ich glaube auch mal dreimal, also ich will nichts Falsches sagen, aber wahrscheinlich dreimal. Dann haben wir da Cosmo Farm Girl, neues Themendeck, Cosmo. Ich hab dazu ein Review gemacht, wird aber erst nächste Woche online gestellt oder am Wochenende. Und das Farm Girl ist halt ultra rare und der Sucher des Decks. Und die spielt man auf jeden Fall dreimal, also denke ich, wird die Karte sehr gefragt sein. Vor allem die Cosmos sind nicht schlecht, wird auch schon ein bisschen gehypt, also falls das Deck richtig gut wird mit späteren Editionen, braucht man die auf jeden Fall dreimal. Dann haben wir als nächstes noch eine Secret Rare, irgend so ein Archfiend. Ist halt, ich weiß nicht, hat diesen legendären, krassen Flair. Effekt ist okay. Kann in der Pendelzone, also kannst du sie ausspielen in der Pendelzone und dann eine Zauber der Falle schießen und die zerstören. Und du kannst sie halt beschwören als Monster und dann so wie Exalt Force Tributen und dann ein Monster zerstören. Und wie gesagt, sie hat irgendwie dieses Gefühl von einer mächtigen Karte. Wenn man sie sich anschaut, Secret Rare, 3 Sterne, Unterwäldler, kommt einem halt bekannt vor, Turgut und so. Ist auch noch Licht, also ihr Effekt ist nicht schlecht. Solide, aber irgendwie habe ich das Gefühl bei der Karte, dass sie halt richtig krass wird. So wie Turgut. Dann haben wir halt als nächstes diesen Trick Clown, Teil von diesem Clownblade Zeugs. Der ist aber nur common, also leicht zu beschaffen, aber auf jeden Fall spielstark. Dann haben wir Chicken Race, die ist auch common, aber Shortprint. Also auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Guter Effekt für verschiedene Decks. Und wir haben ja gesehen, was mit Shortprints passiert, wenn man die unterschätzt. Zum Beispiel Vanity's Emptiness. Also kann man auf jeden Fall sich 3 Stück davon ranholen. Dann haben wir noch Wrongful Arrest oder Mistaken Arrest, wie auch immer das heißt. Das ist eine Secret Rare. Das ist so wie Mistake, halt schnell zauberbar, aber nur für eine Runde. Und ist auf jeden Fall so eine Secret Rare, so eine Side-Deck-Karte, die man dreimal braucht. Und meiner Meinung nach auch die beste Karte aus dem Set. Dann haben wir Wavering Eyes. Wir haben es gesehen, was die mit Clifford gemacht haben. Gute Karte in Clifford, gute Karte im Side-Deck gegen Pendulum Decks. Und die war ja nur Preview-Karte in dem Advanced Edition-Ding. Und jetzt ist sie halt normal rausgekommen. Ist nur Common. Was gut ist für die Leute, die noch keine haben, weil die andere zu stark im Preis gestiegen ist. Jetzt haben sie halt die Chance, die zu holen. Dann haben wir diese Kompuls-Spiegelkraft da. Die ist auch Secret Rare. Und die ist halt genauso wie Mirror Force, aber anstatt die Monster zu zerstören vom Gegner, die in Angriffsposition sind, werden die zurück auf die Hand geschickt. Wie gut das ist, weiß ich noch nicht. Muss man schauen. Auf jeden Fall sollte man die Karte haben. Ausgehend vom Meta und sowas kann die immer sehr stark sein. Kompuls kommt ja auch immer zurück. Und dadurch, dass sie halt Secret Rare ist, sollte man die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Yo, das war's eigentlich auch schon, Leute. Kurz und knapp, die 10 besten Karten aus dem neuen Set, das am Wochenende erscheint. Wir werden natürlich auch auf einer Sneak sein und mal schauen, ob was Interessantes da ist. Da werde ich natürlich wieder ein paar Videos machen. Ihr könnt gerne in die Kommentare unten schreiben, auf welche Karten ihr euch freut. Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Sponsoren ab. Und ciao.